sozusagen der Beweis oder zumindest der Schritt getan, auf den richtigen Weg zu kommen. Ein Moment oder ein ganz zentrales, sowohl für diesen Aufschwung, weil es auch nicht. Die homosexuelle Interessengemeinschaft Berlin, die sich 1973 hatte uns das verweigert, mit der Begründung, wir seien eine Kategorie, die nicht im Sozialismus gefördert wird. Und zu dem Zeitpunkt, also einige Zeit danach, stießen wir dann auf Charlotte, die uns dann anbot, eben in ihrem Gründerzeitmuseum in den Kellerräumen und für uns so ein Beratungs- und Informations- und Kulturzentrum aufzubauen.